No. Okay. Let's stop. Come on. Ausgekugelte Schulter, gebrochener Ellbogen und eine blutige Nase. Das sind die Folgen für die demente 73-jährige Karen Garner nach einer Polizeikontrolle in Loveland, Colorado, USA. Für die betroffenen Polizisten Austin H. und Daria J. ein Grund zu lachen und sich mit den Fäusten abzuklatschen, als sie nach dem Einsatz das Video einer Bodycam anschauen. Die verwirrte Karen Garner liegt wenige Meter entfernt in einer Zelle und weint. Sie hat Schmerzen, doch bekommt ganze 6 Stunden lang keine ärztliche Hilfe. Die ausgekugelte Schulter und der gebrochene Ellbogen sind die Auswirkungen dieser gewalttätigen Festnahme am 26. Juni 2020. Garner verlässt einen Walmart, ohne zu bezahlen. Sie hat einen Schokoriegel, eine Dose Pepsi und ein T-Shirt eingepackt, im Wert von $13,38. Laut Garners Familie soll sie vergessen haben zu bezahlen. Auf dem Heimweg will sie gerade Blumen pflücken, dann folgen diese Aufnahmen einer Polizeibodycam. Garners Anwältin hat nur diese Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie sich die Polizisten lustig machen, wie man das Auskugeln der Schulter auf dem Bodycam-Video hören kann. Austin und Daria verhöhnen die Verhaftung der dementen 73-Jährigen und lachen. Ein Passant fragt die Polizisten, ob sie so viel Gewalt anwenden müssen. Dann macht es Knack, die Schulter ist ausgekugelt. Das finden die Police Officer offensichtlich lustig, doch ihnen könnte das Lachen nun vergehen. Die Staatsanwaltschaft hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen Austin, Daria und deren Vorgesetzten eingeleitet. Auch das FBI hat sich eingeschaltet und unterstützt die Untersuchungen gegen die Cops.